So. Jo. Ich muss mal kurz ein bisschen vollpumpen. Moment. Den Wut aufbauen. Okay. Irgendwie war das vorhin entspannter. Ja, war es. Ah. Der Respawn ist auch schon dabei. Brauchen wir hier Schmied? Ja, ne? Ich glaube später erst. Ja, den brauchen wir später erst. Klar, die hauen rein wie blöd und respawn ohne End. Wenn wir pullen, kommen auf jeden Fall zwei. Wir können ja den hier hinten nehmen. Der ist doch alleine. Jetzt schaust du die Mobs bloß an, schon legen sie auf Feld. Au. Oh, meine Fresse. Das war gerade schon ein bisschen enges Höschen, wie Jones sagen würde. Okay. Ich glaube, wir gehen lieber Wasser verrecken. Da sind sie noch zwei in der Runde und... Ja. Wow. Rotes Feld, grünes Feld, Verderbtheit. Sonst noch Wünsche? Einen noch, ne? Ja. Ein Raid, dankeschön! Deep Swan, dankeschön für deinen Raid. Hallo, hallo. Fertig, weg hier. Ist die Frage, wollen wir jetzt da weitermachen oder gehen wir wirklich zurück? Na, schon heftig, ne? Also wir können das gerne noch weiter probieren. Kein Problem. Noch bin ich ja nur gestorben. Also von daher. Moment, ich hau mal ganz kurz noch ein Schaut raus. So. Hat auch Lord of Rings gespielt. Thiago von Portugal. Hello, hello. Achso, ich wollte noch mal ganz kurz was ändern. Gib mir noch eine Sekunde. So. Hey, hey. Oh, thanks for the follow. Was müssen wir hier eigentlich? Ja, eigentlich müssen wir in die andere Richtung, wenn wir es da wirklich weitermachen wollen. Okay. Okay, okay, okay. In die Richtung da. Oh. Ist dann in Mordor später, oh Gott. Das wird spannend. I think my raid bugged. A few people came, oh well. Yeah, I see. Two people came with you. But, Oh. Oh, was? Hinter mir war einer, warte. Achso. Bräuchten wir eigentlich, ne? Aber. Wenn zwei. Schau mal. Enjoy the Lotus Stream, thanks. Thank you. Wish you a nice day. Or evening or night, I don't know. What time is it? Portugal? Evening. Hallo. Ja. Rausgedrückt. Hallo. Elevator. Elevator. Thanks for the follow. Irp. Gute Verderbtheit. Irgendwie war es gerade sehr laggy. Okay, den haben wir eigentlich auch. Was fehlt jetzt hier noch?
Moria Orks, 6 Stück. Die Moria Orks, aber weiter. Sorry. Wo sollen die sein? Eisen sammeln von denen. Moment. Hätte ich gesehen. Au. Warte mal, jetzt. Wenn die Monster Lex nicht mehr wären. Es gibt doch keine Lex mehr. Nein. Die haben sie doch weggemacht. Weißt du doch. Die Erze kriegst du von denen, die an der Mine rumstehen. Ach, die dünnen. Sind das die da? Darfst du dich alle durch. Außer Rand und Band. Ah, okay. Wie heißt denn die Quest bei dir? Was? Ore Inspection. Ore Inspection. Okay, bei mir, also auf Deutsch heißt sie ja außer Rand und Band, wie Bud Spencer. Getting out of hand is defeating Orea, the Moria Orks. Okay. Aber wir müssen ja Erz auch noch sammeln. 3 Stück. Hallo Phil. Guten Abend. Oh shit. Ja, ich find's gut, dass es ein Fernkämpfer ist. Mhm. Wow, wie warst du gerade gefressen? Ich sag ja, du das warst ist voll. Der Abschuss. Falsche Taste. Oh mein Gott, dankeschön für den Follow, Phil. Dankeschön. Und dem grünen Feld halte ich jetzt die ganze Zeit hoch. Ich will's noch, ja, ich gehe raus. Wird noch das Ding ablaufen lassen, diese Heilung. Oh. Ey, du warst gerade voll. Du warst gerade voll, das ging richtig so. Tjung. Ey, da wird mir ja anders. Hier krieg schon ganz schwitzige Hände. Oh. Ich habe übrigens ein Schwert gefunden. Oh, wir kriegen Besuch, ja. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ah. Wie heißen diese Orks, die dieses Erz droppen? Der da. Der Grüne vor uns, der gräbt. Der hat das. Ja. Nehme ich. Ist runter. Franz Josef. Ah ja, Red Kali. Was, Franz Josef? Oh Gott. Jetzt habe ich mich geheilt, weil ich sie nicht mehr im Ziel hatte. Ah, ja, ich habe ja noch mal Heilung drücken können. So. Der liegt. Ich spitz doch so schon genug. Links neben dir wäre auch noch mal so einer. Oh mein Gott. Eieieiei. Einen Splitter bekommen. Oh. Okay. Von wem? Irgendwer hat den gedroppt gerade. Von wem überhaupt, ja. Okay. Willst du den da weiter Richtung Westen machen? Gerade zu den oder den? Warte mal, der vor mir, der droppt auch Erz. Ach ja, ja. Okay, dann mal den. Natürlich. Und er hat hier schon den, hat eine Verderbtheit drauf gehabt. Also kurz vor Schluss. Okay, 3 von 3. Die brauchen wir noch. Einen noch. Nehme ich. Ja, 3, 4 Fälle. Ja, geh doch weg. geh doch fort. Geh fort. Oh, nein. Was? Aha, ja, natürlich. Gleich 2. Moment. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck.
Und noch ein dritter, wir sind tot. Ich heile. Ich heile. Auch Schaden raus. Ja, war gut. Egal, mach was. Ja. Ich glaube, der Friedhof muss, glaube ich, da oben sein, oder? Vier hat er noch drauf. Ja, ich glaube, der ist. Ach nö, doch. Oh. Ich hätte dich auch noch wiederbeleben können, aber ich weiß nicht, ob was. Egal, geschafft das hätte mich nicht geschafft, also der sonst eh umgehauen. Lag? Standbild. Oh, jetzt bin ich da vorne. Was? Hilfe! Moment, warten Sie auf mich! Ah, hier, okay, warte, ich hol dir mir den. Ich hol mir den. Ah, lass liegen, tritt sich fest. Nee, ich kann Arthur nicht liegen lassen. Nee. Der Einzige, der hier Schaden macht, ey. Aber sieht ja krass aus, dein Avatar-Bild. Das ist so krass verpixelt, ey. Aua. Ja, richtig schlimm. Oder? Man sieht nicht mal die Augen. Autsch. Okay, das ist nicht für gute Rechner ausgelegt. Naja, Kantenglättung ist drin. Achtfach. Die sehe ich jetzt noch nicht, aber kommt vielleicht noch. Wer war da unten? Ja. Wollen wir nicht runterspringen oder ist da wieder eine Mauer im Weg? Geh doch. Oh, ich lebe sogar. Gut. Hast du das über. Okay. Warte. Okay. Easy, ich weiß gar nicht, was ihr habt. Achso, konnte ich gar nicht mehr gucken, wie lange jetzt die Dings war. Oh, der Schwert hat 100 wieder. Dinge hausen jetzt in Moria. 9 Silber. Yeah, ich glaube nicht, dass Herr Balin noch am Leben ist. Okay. Geht's? So, mal schauen. Wenn ich das Schwert hier austausche gegen meine hergestellte Axt. Oh ja. 200 mehr Moral. Schön. Geil. Oh, gut. Feuerwerk hier. Yay, Party! Level up, Party! Es heißt, Turins Fluch befände sich hier. Besiegt den Taktiker der weißen Hand, na klar. Machen wir ja auch Party. Aus Khazad-dûm zu vertreiben. Was? Wir können nur hoffen, dass Durins Fluch oh mein Gott, danke schön. Fest schläft. Danke. Ich glaube nicht, dass Herr Balin noch am Leben ist. Das Haus Durins wird für immer fortbestehen. Machen wir jetzt hier weiter oder gehen wir zu? Ich habe eine Geschichte voll Ruhm und Herrlichkeit zu erzählen. Also ich hätte jetzt noch. Warte mal, ich habe doch hier diese. Wir haben jetzt alle Quests angenommen, jetzt haben wir 4 Quests hier. Ich habe doch noch. Achso. Buchquest ist auf jeden Fall in 21. Halle. Ist die Frage, wie es da weitergeht. Ich würde hier jetzt auf jeden Fall weitermachen. Guck mal, du hast jetzt Level 57. Ich habe noch so eine letzte Unterteilung ungefähr. Das passt doch. Oh, ich muss mal ganz kurz meine. Die Frage ist: Skill ich weiter oder spare ich mal, gehe dann in den roten Baum? Ja. Da ist nicht wirklich viel Sinnvolles noch. Na gut, man kann schon noch einiges killen, aber. Ist da was mit Crit bei? Dann mach das. Laufgeschwindigkeit. Range Damage Buff. Wäre noch eine zweite Heilung. 345 Moral, natürlich, werde ich bestimmt skillen. Stärke der Erde, oder was? Mhm. Ja, Ich glaube, da stehst du dann auch und musst so. Ich glaube, ist nicht viel sinnvoll. Ich glaube, ich spare Punkte und gehe dann mal darüber, dass ich irgendwann zu Hartsieger komme. Zu Herzsuche.
Herzsucher, ja, bitte. Ja, darum sage ich ja, da wird's, glaube ich, spare jetzt die Punkte. Ja, Herzsucher ist nice. Der hat auch eine schöne Blutung und dann kannst du das auch auf der Waffe noch mit drauf bappen. Gibt, glaube ich, Herzsucher Schaden und Crit. Und ich weiß nicht, ob es Herzsucher Blutung und Crit auch noch gibt als Attribut. Aber ich habe es ja auch auf meiner Waffe oder auf meinem Bogen drauf. Oh. Das ist schon ganz nett. Okay, was brauchen wir jetzt hier von denen? Helme. Na dann. Und die Fortress. Ach, jetzt kommt das ganze Zeug. Na ja. Da abgelaufen hier. Aber dass die so extremen Schaden machen, das ist der Hammer. Ist wirklich heftig. Also mit einem Schlag, was die dir da reinhauen, ja. Geschlossen. Ach ja. Hobbit Feiertag. Die Seite. Du hast 8600, der haut zu, ich habe nur 5400. Nehme ich jetzt. Genau. Ist ja Quest, ne? Stammbericht Moria Orks. Findet den Bericht über den Moria-Stamm und Stamm der Weißen Hand. Okay. 250 Orks müssen wir besiegen. Naja, wenn wir hier rumlaufen, werden wir schon schaffen. Mhm. Brauchen wir alles. Da unten brauchen wir die Schmieden, da brauchen wir den. Oh Gott. Und das sind ja nicht alle gewesen. Wir haben ja noch ein paar in anderen Gebieten vor uns. Ja. Nämlich. Waschrinnen kaputt machen. Eine Quest nach der anderen. Schmiede töten. Also soll nicht langweilig werden hier. Ich glaube, ein tödlich auf Rotskillung spielen kann man gleich vergessen, wenn man sich nicht bewegen kann. Auch wenn der Schaden da höher wäre. Ja, aber das musste. Also da musste schon echt gut sein, glaube ich. Aber rot. Boah. Ich würde es, glaube ich, nicht hinkriegen. Pass auf, hinter dir. Zu spät. Okay, alles gut. Heilung kommt. Was ist denn? Keine Ahnung, aber ich war fast tot und es kam nichts durch. Ich dachte mir so, Heilung! Aber Schaden hat er auch nicht gemacht. Nee. Er stand bloß dort und hat geguckt. Deswegen habe ich gerade wahrscheinlich auch ein bisschen
Innerlich schon Panik geschoben. Dachte mir so, Leiste? Immer so, weißt du, rüber geguckt, so. Geht nix. Mach doch was. Mach was. Müssen noch. Da noch. Weiß ich gar nicht. Da lang, ne? Eigentlich relativ egal, wo wir hinlaufen. Hier sind gerade keine Orks und Waschrinde. Ich mach die mal kaputt. Hab ich jetzt meine Axt in der Hand? Okay. Mag die gar nicht mehr aus der Hand legen. Selbst mein Charakter hat Angst. Mann, das ist eine reichhaltige Ader für dich. Ist irgendwie gar nichts passiert bei dem. Komisch. Okay, das ist ja das Komische. Okay. Wir brauchen noch Waschrinnen, die sind nach Norden. Schön waschi-waschi machen. Ja, mit Goldklumpen rausfriemeln. Ich hab doch gerade die Wunde hier auf jetzt. Da muss noch was sein. Ach. Aber, löst gar keine Quest aus. Ja, komisch, oder? Du kannst ja hier den Kill-Counter einrichten. Oh, lieber nicht. Das demotiviert mich dann nur. Die sind schon wirklich sehr, sehr oft gestorben. Ja. Ja. Aber wäre auch komisch oder schlecht, wenn es nicht so wäre. Das wäre krass. Also am Anfang. Ja, hier kannst du anklicken, da kannst du ja annehmen. Okay. Ist gerade am. Ach, jetzt? Ja. Am Anfang, wo wir noch keine gute Rüstung hatten, haben wir sofort gemerkt, dass das nicht funktioniert ohne. Auch sind definitiv immer Equip. Ja, das stimmt. Das war ein himmelweiter Unterschied, wo wir dann angefangen haben zu craften und dann gute Ausrüstung anhatten. Ja. Oh, da sehen die mich. Nö, sehen mich nicht. Okay. Hä, wo sind denn hier noch welche? Hm, Eisen. Das war so klar, dass er jetzt zu dieser Ader da rennt. Oder so ran? Jo. Schauen wir mal. Ach klar, ah. Der ist blind, der sieht durch den Helm eh nix. Mann. Stell doch so ein doofes Ding auf. Das war so klar. Unterbrochen. So. Nach Norden müsste eigentlich noch was sein. Findet heraus, wo die beiden Ork-Stämme ihre Ausrüstung schmieden. Findet den Bericht über den Stamm der Weißen Hand. Zerstört Waschrinnen. 4 Stück. Oh, Auge. Moment. Ui. Ja, ich bin dran. Uiuiuiui. So, jetzt. Die eine Heilung zu haben, ist schon nicht schlecht. Ja. Rest onward, wie es auf Englisch heißt. Ja. Ja. Aber stell dir das mal als Single Game mit dem Jäger vor. Da wäre das noch viel tödlicher. Also Single Player auf tödlich ist schon nackig. Das kannst du vergessen.
Das, was wir spielen, ist eigentlich für 4-5 Leute ausgelegt, haben sie ja damals schon gesagt. Ja. Wir machen es zu zweit. Was? Gerade einen Heidan getrunken, dann haut er mich gleich wieder runter. Jo. Hilfe. Ich hab grad nichts, alles cooldown. Also teilst dir ein. Was zum? Eieiei. Es ist gerade alles cooldown. Ja, wir müssen dorthin. Ach ja. Natürlich kommt er her. Natürlich. Nehme ich. Diese blöden Fernkämpfer, ja. Okay. Was ist, wenn sie ganze Felder hast, jetzt rot spielen würdest, könnte ich mir gar nicht bewegen. Ja. Und es würde auch alles abbrechen, wenn du dich bewegst. Ja. Wäre doof. Okay. Ihr habt eine Schmiede der Orks der Weißen Hand entdeckt. E2 von 3. Silberker müssen wir umhauen. Ja, der Weißen Hand. Den da oben muss man später umhauen. Ja, das kommt noch. Wir brauchen noch Schmiedetypis. Der soll da hinten irgendwo stehen. Dadurch. Na klar. Hatte ich gesehen. Er war mit dem Rücken hier zugewandt, weißt du? Hatte alles. Die Augen zugemacht. Du hast extra die Augen zugemacht. Ich habe extra die Augen geschlossen. Er hat mich trotzdem gesehen. Mist. Ich hätte nicht gedacht, dass das funktioniert. Okay, da steht noch einer. Genau. Okay. Haben wir... Yeah. Soll man nicht wieder in den Süden runterlaufen? Was ist denn das da oben? Wir haben leider auch nichts mehr zum Vorlesen. Ist, da habe ich glaube ich noch ein paar billige Dinger rumliegen. Warte mal. Wenn du noch welche hast, das wäre cool. Geh noch Fotos machen. Mach doch. Stimmt, du wolltest halt Bilder machen. Stimmt, ja. Also ein paar habe ich jetzt immer von den Gegnern gemacht, deswegen kommen ab und zu Gegnerbilder. So. Schatten, Kiefer, Schnapper, Kiefer machen wir auch später, sagst du ja. Oder? Was meinst du? Müssen wir irgendwie ins Süden. Irgendwie, ja. Da irgendwie durch. Da, ja. Ach, das ist doch da oben, oder? Sind da alles da oben der Zwerg und die Ziege? Ist das da? Gute Frage. Dann hinten zu den Spinnen kommst. Da ist. Stimmt, da steht einer. Ich kenne mich aus. Na, wie ist einer von uns? Mimimi. Red Kali macht hier nur Mimimi. Genau. Mimimi. Die Orks von Moria werden für viele Dinge bezahlen. Nein, ist jetzt, wo man deine Spinnen müssen. Umhauen muss und das soll ich gerne für das Eck da hinten. Zurückerobern. Oh. Wir werden von niemandem weichen. Ich stehe euch Spinnen. Und eurer Familie zu Dienst. Bäh. So.
Meine ganzen Rufdinger einlesen. Schatten. Ist das hier. Ach, Steinfundament. Oh. Das mag ich nicht. Da ist I. Spinnen die Römer, genau. Ich habe eine Kürbis an die Ober gekriegt.